Servus Leute und willkommen zurück zu Total War Rome 2. Ja, Vince Schlacht lässt grüßen. Werden wir mal schauen, was da jetzt rauskommt, da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt jetzt. Hallo, würdet ihr euch bitte mal hier aufteilen? Danke. Was haben wir hier? Herbarnspeere, okay. Also auf den Wall können sie gerne aufprallen hier. Mit ihrer Kavallerie, das ist nicht das Problem. Gut, kam aber was passiert. Auf den Wall können sie sich gerne einstellen. Ihr beide geht auf Kavallerie-Gegentaktiken. Verdammt, ja, hätte ich vielleicht. Na gut. Reicht ja ein paar Minütchen, das geht also schon. So, drauf und drauf. Macht mal den Plänkelmodus aus, ihr sollt nicht davon ständig davonlaufen. Naja, wohl, dann geht er da drauf. Geht das da drauf, haut die weg. Die schwere Nahkampfkavallerie. Ja, ja, Einheit verliert leicht, das ist mir durchaus bewusst. Wundert mich jetzt auch weniger. Sind nur so billige Herbarnspeere oder germanische Stammeskrieger. Aber jetzt verlieren sie schon, seht ihr? Einheit verliert leicht, Einheit verliert, okay. Einheit verliert klar, das haut doch jetzt irgendwie nicht hin. Aha, aha, aha. Hier flieht schon was. Na gut, das werden wir vermutlich trotzdem verlieren, diese Windschlacht. Vor allem hier ist... Alter, das ist ja schwere Infanterie und alles bla. Hey, das ist ja Wahnsinn, was die hier noch haben. So, ihr verbunkert euch. Hoffentlich. Na, 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 wird's noch was? Ich glaube, der Schildwall ist gerade nicht so ganz effizient, ne? So, macht mal die mittlere Geschosskavallerie bitte fertig. Vielleicht schaffen sie das ja sogar noch. Bin mir da nicht so ganz sicher. Vor allem, weil jetzt hier auch noch die Pikeninfanterie kommt. Ja, die wird jetzt vermutlich unsere Generalseinheit hier ziemlich weghauen. Ihr müsst jetzt hier rüber, weil sonst habt ihr komplett verloren. Aber hohe Bedrohung. Ne, das ist die hohe Bedrohung für unsere Infanterie. Das ist halt das Problem an der Sache. Nee, das werden wir nicht schaffen. Ja, jetzt flieht die Generalseinheit und damit ist die Moral auch im Arsch. Jupp, sieht er ja, sieht er ja. Und da fliehen sie. Das haben wir verloren. Ja gut, mit schweren Einheiten ist da immer ein bisschen schwierig, ne? Könnt ihr im Nahkampf da noch rein? Dann könnt ihr noch ehrenhaft sterben. Ja, vermutlich nicht ganz so ehrenhaft, wenn die hier sich auf die Piken draufwerfen und da sich aufspießen lassen. Rennt doch einfach um die rum. Da dürfen die doch eigentlich kein Ding haben hier. Wir einfach mal eine Bogenfutzis. Die letzten sind, die noch irgendwie kämpfen wollen, ne? Ja, Einheit sieht klar, das ist mir irgendwie bewusst. Vor allem, weil der Gegner jetzt auch meinen Punkt hier einnimmt. Das bringt also wenig, was wir hier machen. Aber die halten sich tapfer hier, meine Bogenfuzzis. Jetzt nicht mehr, okay. Ja, das war durchaus zu erwarten. Das Problem ist jetzt, wir müssen uns die Stadt wiederholen. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man hier so schnell vorrückt. Ne? Man lässt halt unzufriedene Provinzen hinter sich, die dann ständig am Rebellieren sind. Wie man es macht, ist es falsch. Oh, er hat ganze 83 Leute verloren. Das ist sehr viel. Beste Schlacht ever. So. Ja, jetzt müssen wir uns die Stadt nur irgendwie wiederholen. So, Fraktion angetroffen. Zypern. Ja, das habe ich befürchtet. Die haben sich jetzt... Was haben sie sich die wiedergeholt? Siede, das ist ja voll... Ich meine ja nur, das ist ja nicht sehr produktiv jetzt, ne? Wir werden diese Seiblung für den Stamm annehmen. So, das war's mit Zypern. Die haben jetzt ernsthaft...
Die haben jetzt ernsthaft in der nicht mal einer Runde hier die komplette Stadt umgebaut. Das finde ich ein bisschen komisch an diesem Spiel, dass dann einfach mal random die komplette Stadt umgebaut wird. Das finde ich echt seltsam. Das ist auch irgendwie so ein bisschen unrealistisch. Kleines bisschen. Aber naja, was soll man machen, ne? Wo wollte ich überhaupt mit der Armee hin? Ach ja, genau, noch Samosata, aber das wird jetzt erstmal vermutlich nix. Die Armee sollte sich vielleicht erstmal zurückziehen. Ich kann aber gerade hier nicht... Warum kann ich hier nicht durch? Hä? Wieso kann ich hier nicht durch? Ich kann die Stadt angreifen, aber mehr auch nicht. Ja gut, wenn wir mit der Armee immer noch was erreichen, ne? Machen wir es halt lieber so. Weil dann kann die Armee zumindest noch was machen. Da kann sie sich hier erstmal wieder aufstocken lassen, die Armee. Und dann schauen wir mal weiter. Erstmal die komplette Stadt abreißen, ist immer gut. Dann kannst du dich ja eigentlich um Samosata kümmern. Während die andere Armee hier verstärkt wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ist die jetzt noch komplett? Nein, jetzt hat sie was verloren. Okay. Ja gut, es waren jetzt vermutlich die Resteinheiten hier. Ist durchaus berechtigt, dass man da was verliert. So, machen wir es mal so. Speere sind ja gegen die Athener ziemlich praktisch. Die haben ja doch recht starke Kavallerie auch. Ich muss jetzt echt schauen, dass die ganzen Provinzen hier irgendwie klar gehen. Ich meine, Ephesos ist jetzt bei 2+, also die Provinz hier. Asia ist es, die heißt die Provinz. Die ist jetzt also unter unserer Kontrolle. Die Armee ist in Sparta angekommen. Die darf dann auch mal aus der Gewaltmarschstellung raus, sonst marschiert die hier noch gewaltiger. Ach ja, wir hatten ja dann noch so ein gewisses Problem, ne? Ja, aber die ziehen langsam wieder ab, ne? Sind weniger geworden. Wobei ich mich immer noch frage, wo Ägypten seine Armeen hinzieht. Ich meine ja nur, die könnten ja auch was Produktives mit ihren Armeen machen. Zum Beispiel ihre Hauptstadt verteidigen. Das wäre ja schon mal ein Anfang hier, ne? Aber irgendwie hat da keiner Bock zu, scheinbar. So, das Antiochia ist jetzt quasi die letzte Stadt der Athener hier in diesem Gebiet. Dann haben sie nämlich nur noch was in Ägypten, da so um die Gegend rum hier. Dann haben sie nämlich nichts mehr. Wird sich also bald für Athen erledigt haben. Also, oder es wird zumindest ziemlich eng für Athen. So, hier können wir ausbauen. Wir sind schon wieder auf 106 Nahrung runter. Das beunruhigt mich immer so ein bisschen. Okay, die Armee ist wieder voll. Dann kannst du nach Trapezos vorrücken. Das wollten wir uns ja noch holen. Oh, guck mal, da wehren sie sich sogar noch. Aber das dürfte problemlos gewinnbar sein für den Computer. Ach, guck mal, keine Einheit verloren. Dann ist ja perfekt. Dann stellt die sich ja wieder auf, die Armee. So, langsam wird's hier rot auf der Karte, ne? Ich meine ja nur, also inzwischen haben wir ja durchaus ein großes Reich geschaffen hier. Alter, das ist echt Wahnsinn hier. Da kann man sich echt nicht mehr drum kümmern, um das Reich. Ich werde jetzt auch die restliche Folge vermutlich nur meine Provinzen mal durchschauen und überprüfen, ob alles passt. Das muss man halt wirklich ab und zu mal machen, weil sonst verliert man da wirklich komplett den Überblick. Das wollen wir ja nicht. So ein bisschen Überblick hat er noch nie geschadet. Vor allem, wenn man sich hier um Reich kümmern darf. Beziehungsweise muss. So, können wir das ausbauen? 33 öffentliche Ordnung. Ja, können wir ausbauen, ist kein Problem. Haben wir genügend öffentliche Ordnung. Wir sollten nur aufpassen, dass uns... Ist euch übrigens aufgefallen, was mir gerade selber so auffällt, dass wir immer noch auf niedrigsten Steuern spielen und trotzdem 43.000 plus haben? Also gut, dass wir nicht zu viel Geld haben oder so, aber irgendwie ist das ja schon ein bisschen übertrieben, ne? Ich meine ja nur. Vielleicht sind da ja andere Leute anderer Meinung. Ich bin ja da aufgeschlossen. So, das haben wir. Hier ist alles ausgebaut. Können wir hier... Das können wir noch ausbauen. Dann haben wir hier zumindest das voll... Ach, hier steht ja auch noch eine Armee rum. Da war ja was. Was machen wir jetzt mit der? Ich glaube, ich ziehe die mal nach Tur. Einfach weil ich an der Flanke vielleicht bald eine Armee gebrauchen könnte, habe ich so ein Gefühl. Weißt du nicht, worauf sich das Gefühl begründet, aber es ist so. Gut. Könnte ich auch gleich mal schauen, ob hier ein Tor was ausgebaut werden muss? Nein. Gut, dann machen wir hier weiter.
Norea ist voll. Hier sind eh unsere Verbündeten. Pulputeva ist alles ausgebaut. Hier ist alles ausgebaut. Hier ist vermutlich dann auch alles... Nee, nicht mal. Seht, da haben wir schon wieder was gefunden, was wir ausbauen müssen. Und ich glaube, hier hatte ich schon geschaut, ne? Hier weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kyrene ist hier noch was zum Ausbauen. Gut. Das dürfte es aber gewesen sein, glaube ich. Ja, das dürfte es gewesen sein. Langsam wird es echt rot hier auf der Karte, muss man sagen. Und Clodio möchte noch eine Fähigkeit zugewiesen bekommen, hört sich irgendwie an. Naja. Keine Ahnung, wie sich das anhört. So, dann wird aber der Vorstoß hier erstmal gestoppt in Trapezos, also mit der Armee zumindest, weil die ja erstmal wieder aufgestockt werden muss. Dum-di-dum-di-dum. Ah, Pontos möchte mal wieder Frieden. Muss ich gerade noch? Ja, ich muss noch eine Pontos-Provinz einnehmen. Oh, die zahlen uns jetzt 16.000 für Frieden. wieso nur? Vielleicht, weil wir sie gerade komplett vernichten. Ja, hier sind, glaube ich, gerade wieder Rebellen entstanden. Und Athen möchte auch Frieden. Aber für 10.000 seid ihr verrückt. Ihr habt da wohl einen Schaden. Ich glaube, es geht los. Dum, di dum, di dum. Bin mal gespannt, ob Athen noch was zu bieten hat. Das Problem ist halt, die letzten Provinzen Athens können wir schlecht vernichten. Oder einnehmen. Weil die halt kreuz und quer über die Karte verteilt liegen und die sind recht schwer zu halten, weil die teilweise auch in Sparta-Territorium liegen. Das ist nicht so praktisch, weil dann werden sich das halt die Spartaner schnappen. Ist jetzt an sich kein Problem. Athen ist trotzdem vernichtet deshalb. Aber naja, das können wir... Huch! Ach, na, okay. Rebellen, natürlich. Können wir machen, was wir wollen, das wird nichts bringen. Was ist denn das für eine Stadt? Eine, die wir leer gelassen hatten. Ja gut, wir haben da genügend Armeen, das ist kein Problem. Bereit zum Kommandieren, hier riecht es gerade nach Essen und ich weiß nicht warum. So, eine Fraktion steigt auf Kappadokien. Okay. Die habe ich auch gleich mal angetroffen. Das wird ihnen allerdings nicht viel bringen. Trapezunt-Rebellen. Die werden wir gleich mal vernichten. Ich sagte, die werden wir gleich mal vernichten. Das Problem ist, es kann jetzt gut sein, dass wir die Stadt verlieren, weil Pontos wieder angreift. Das weiß ich gerade nicht so genau. So, tschüss, Armee. Aber wir können uns wieder zurückziehen. Gut, dann können wir uns auch in der Stadt verschanzen. So, du wolltest dich an Tarsus verschanzen und du übernimmst jetzt Mazaka. Mazaka! Interessanter Stadtname auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass Trapezunt hier weit kommt. Aber wenn sie meinen, können sie das gern probieren. Okay, dann kümmerst du dich erstmal hier noch drum. Du ziehst jetzt erstmal hier rüber. Du kannst dir ja dann Antiochia unter den Nagel reißen. Es geht sogar die Runde noch, ne? So, Antiochia gehört uns. Oder Antiochia, keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, alles in barbarische Siedlungen umbauen natürlich. Historisch sehr korrekt, dass irgendwo hier in Israel oder was auch immer das für, hier in der Realität jetzt für ein Land ist. Ist echt sehr realistisch, dass hier irgendwelche germanischen Barbarensiedlungen rumgurken. Also was heißt rumgurken? Wenn die rumgurken, würde ich mir Sorgen machen. Und Athen hat sich nahezu komplett zurückgezogen. Okay. Das wäre jetzt eigentlich Zeit für Ägypten zurückzuschlagen. Ich habe aber das Gefühl, die haben keinen Bock. Ich weiß nicht genau wieso. Ich verstehe nicht, warum die hier rumfahren und nicht einfach hier. Seltsam. Naja. Ich hinterfrag's mal nicht. Vielleicht hat's ja sogar einen Grund. Jetzt können wir hier wieder übelst ausbauen. Das ist auch Wahnsinn hier. So, zwei heilige Bäume, ein Dingens.
Und noch ein Dingens. Dingense sind immer gut. Ankira, können wir das ausbauen? Gut. Wie sieht es denn die Komedia aus? Da haben wir auch was frei. Bisschen Nahrung schadet nicht. Wir haben nur noch 97. Eigentlich schon wieder zu viel, aber auch wieder zu wenig. Tolle Logik. Aber man sollte halt immer einen gewissen Vorrat haben und der ist gerade nicht wirklich groß. Karthago macht gerade auch nichts Produktives, ne? Ja gut, was sollen sie Produktives machen, ne? Ich meine, so allzu viel können die ja da nicht mehr machen jetzt. Die Kelten machen irgendwie auch nichts mehr. Die ziehen mal wieder in Richtung Tanais. Wenn er meint, dürft er gerne machen. Ah, natürlich. Ich mach jetzt auch gleich einen Cut. Muss den ganzen Shit hier auch noch schneiden, den ich jetzt aufgenommen habe. So, na gut, dann mache ich noch einen Rundenwechsel. Und danach mache ich einen Cut. Ich hoffe, jetzt greift uns niemand an, sonst hätten wir ein Problem. Und dann mache ich auch gleich eine Aufnahmepause. Ach ja, ich hatte ja noch eine Armee nach Ture geschickt, da war ja was. Hatte ich ja ganz vergessen. Aber ich vergesse ständig, dass hier irgendwelche Armeen rumgurken noch. Das kann passieren. Frieden, oh, Athen möchte schon wieder ein Friedensabkommen. Jetzt werden sie schon weniger mit ihrer Forderung, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, Athen. Ihr habt noch drei Provinzen, oder? Ja gut, ich glaube vier oder ein paar Städte haben sie ja noch. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Drei bis fünf, irgend sowas. Allzu viel haben die auf jeden Fall nicht mehr. Also Athen ist mehr oder weniger, na, ist nicht besiegt, auf keinen Fall. Weil ihr seht ja, was die bei Ägypten noch für Armeen rumstehen hatten. Also die sind ja auch noch irgendwo. Ich weiß nur nicht genau wo und ich will es auch gar nicht so genau wissen. Ich weiß gar nicht, ich werde mich jetzt vermutlich erstmal trotzdem um Pontos kümmern. Bevor ich Athen mehr oder weniger den Gnadenstoß gebe, weil da ist auch noch Sparta dazwischen. Weswegen man sich dann erstmal um Sparta kümmern sollte. Also um Pontos und dann Sparta. Weil sonst hat man die halt irgendwo im Nacken. Das ist auch nicht so toll. So, die Rebellion hier war ja nicht sehr erfolgreich, Jungs. Und ich wollte einen Cut machen. Mache ich jetzt auch, aber jetzt, ich habe mir jetzt einfach nur die... Ach, der Landebert ist das mal wieder. Bester Name. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich, danke. So baue ich das noch kurz aus. Ich will meinen Aussagen, dass ich cutten möchte, ne? Ist auch schlimm. So, das ausbauen. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.